Ich denke, der Aufschlag war es auch, warum ich heute verloren habe. Zu Beginn des vierten Satzes habe ich irgendwie meinen Aufschlagrhythmus verloren, habe heute viele Doppelfehler gemacht, eigentlich ja schon die ganze Woche lang. Ich bin zwar sicher, dass mir das schon früher mal passiert ist, aber ausgerechnet in einem Grand Slam-Halbfinale, da passiert so etwas eigentlich nicht allzu häufig. Und gerade wenn man einen Matchball hat, dann muss man den Gegner unter Druck setzen und vor allem muss dann der erste Aufschlag sitzen, aber das ist mir bei beiden Matchbällen nicht gelungen. Elf Doppelfehler von Stefan, das ist ziemlich viel. Ja, aber wie viele Aufschlagspiele hatte er? 10, 22 plus 9, 31 plus 12, 43 und 10, 53. Dividiert durch 2, 25 Aufschlagspiele. Das ist nur einer in jedem zweiten Aufschlagspiel. Der Tiebreak nicht gezählt. Ich denke, so schlecht ist das nicht, weil er viel Risiko in seinem Aufschlag hat. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, dass ich beim Matchball einen Doppelfehler gemacht habe. Tony hat es mir nach dem Match erzählt. Schau, im vierten Satz habe ich bemerkt, dass Stefan langsam ein bisschen müde wurde. Aber nur darauf kann man sich nicht verlassen. Man muss weiter Druck machen. Auf das Finale werde ich mich ab morgen im Training mit Tony vorbereiten. Aber so richtige Gedanken mache ich mir dann erst so eine halbe Stunde vor dem Match.